Krimizeit im Wortspiel. Uhrmacher Henry Thompson wurde zu Grabe getragen. Nun muss Mrs. Thompson die Verantwortung für das Geschäft übernehmen. Mr. Parker, ein Angestellter, der seit 30 Jahren im Laden der Thompsons arbeitet, verhält sich seit einiger Zeit merkwürdig. Und dann taucht da in der Wohnung auch noch dieses Buch mit dem Titel »Leitfaden der Toxikologie« auf, das angeblich niemandem gehört. Ernst Schröder und Marianne Hoppe in einer Produktion aus dem Jahr 1958. Die Witwe, ein Kriminalhörspiel von Misha Mlejnek. Mrs. Thompsons Uhren schlagen. Nicht für mich. Tote brauchen keine Uhren. Jeremy Parker ist mein Name. Vielleicht erinnern Sie sich, die Sache stand in der Zeitung. Ich bin vor 6 Wochen ermordet worden. Aber ich trage niemand etwas nach. Auch der Polizei nicht. Das Einzige, was mir keine Ruhe lässt, mein Mörder lebt. Und erfreut sich besten Rufes. 30 Jahre lang habe ich hier gearbeitet. Uhren Thompson, Oxford Street. Vielleicht kennen Sie den Laden vom Vorübergehen. Dunkel und bedrückend vornehm. Jede Vitrine riecht nach Tradition. 200 Uhren ticken an den Wänden. Aber die Zeit, die ist stehen geblieben. Hier habe ich Reparaturen ausgeführt, für Henry Thompson, bis er starb. Und dann noch eine Weile für seine Witwe, bis ich starb. Mein Fall ist abgeschlossen. Meine Akte verstaubt auf dem Dachboden von Scotland Yard. Und mein Mörder lebt. Meine eigene Schuld. Ich hätte gerissener sein müssen. Ich hätte merken müssen, was ich anbahnte. Schon an dem Nachmittag, als wir von Thompsons Beerdigung kamen. Nelly? Nelly! Wo stecken Sie nur immer, Kind? Ich war unten im Laden. Bloß einen Augenblick, Mrs. Thompson. Sie sind schon zurück? Ich bin vorausgefahren. Bringen Sie doch gleich mal den nassen Mantel ins Badezimmer. Und holen Sie mir die Hausschuhe, ja? Die anderen kommen auch bald. Haben Sie den Tee fertig? Gleich sofort, Madam. Ich dachte, Sie würden länger fortbleiben. War es schön? Scheußlich. Die schlimmste Beerdigung meines Lebens. Sie können hier im Zimmer decken. Ich muss mir erst etwas Trockenes anziehen. Wo ist denn mein Morgenrock? Nelly, meinen Sie, es kann Anstoß erregen, wenn ich nach dem Begräbnis meines Mannes im Morgenrock herumlaufe? Ach, was... Er war ja auch für Bequemlichkeit. Wo ist er denn bloß, der Morgenrock? Nebenan, glaube ich. Diese modernen Pfarrer finden heutzutage kein Ende. Eine Stunde lang hat er darüber geredet, was der arme Henry leiden musste. Und was wir gelitten haben, hat er gar nicht gemerkt. Henry lag als einziger trocken. Ach nein, das war frivol. Verzeih mir, Henry. Aber Regen beim Begräbnis, das ist so schön traurig. Ja, und praktisch. Mit Tropfen im Gesicht sieht man immer aus, als weine man. Ich weiß gar nicht, was die Leute von mir gedacht haben. Ich konnte und konnte nicht weinen. Ich hätte bestimmt geweint, Madam. Ja, Sie, Kindchen. Sie sind jung. Sie wollen von allem noch etwas haben. Wenn in der Zuckerdose zu wenig ist, füllen Sie nach. Das macht sonst so einen schlechten Eindruck. Ja. Aber es ist doch auch schrecklich traurig, nicht? Dass der gute Mr. Thompson so schnell gestorben ist. Wie Sie das hingenommen haben die letzten Tage. Haltung, Nelly. Eine Frau muss Haltung bewahren, hat mein Vater immer gesagt.
Herrje, Nelly. Sie halten mich doch nicht etwa für herzlos? Nein. Aber, Madam. Nein, es ist wirklich nur Haltung. Und dann natürlich in meinem Alter denkt man reifer, Kind. Sehen Sie, der Arzt sagt, der gute Henry war schwer krank. Aber wie schön ist es dann für ihn, dass er jetzt keine Schmerzen mehr hat. Und er hat doch alles vom Leben gehabt, was man nur haben kann. Geld, Reisen, eine geduldige Frau wie mich, Freundinnen und ein leichtes Delirium. Was kann man mehr verlangen? Sie kommen. Gehen Sie hinunter und nehmen Sie Ihnen die nassen Mäntel ab. Und bitten Sie Mr. Breck, seine Schuhe gut abzuputzen. Die jungen Leute sind so achtlos. Ja, Madam. Parker! Ach, bitte, Nelly, sagen Sie Parker, er soll gleich mal heraufkommen. Sofort, Mrs. Thompson. Ich möchte Ihnen noch mal sagen, wie leid es mir tut, dass der Chef so rasch und... Lassen Sie nur, Parker. Mein Mann hat jetzt Ruhe. Und Sie? Was? Ich meine, für Sie wird jetzt die Unruhe anfangen mit dem Geschäft. Ja. Ja, Sie haben recht. Ich werde viel tragen müssen jetzt. Tragen müssen? Ja, das dachte ich auch, als wir noch auf dem Friedhof standen. Ich musste Sie dauernd ansehen, Mrs. Thompson. Sie standen so gerade, so aufgerichtet, dass man gar nicht glauben mochte, wie viel Sie jetzt zu tragen haben. Ja, ich möchte die Last nicht tragen, die auf Ihren Schultern liegt. Die Verantwortung. Wir verkaufen heute nicht. Ich möchte, dass Sie den Laden schließen. Und wenn Leute kommen, die Reparaturen abholen wollen? Sehen Sie erst durch die Scheibe. Bei guten Kunden können Sie ja öffnen, aber sonst... Verstehe schon, Mrs. Thompson. Ich gehe gleich runter. Na, so eilig ist es auch nicht. Bleiben Sie auf eine Tasse Tee. Schließlich gehören Sie ja fast zur Familie. Wie lange haben Sie für meinen Mann gearbeitet? Ja, fast 30 Jahre bin ich hier im Laden. Ach, dann haben Sie ihn fast so lange gekannt wie ich. Ich werde Sie sehr brauchen in den nächsten Wochen. Bitte stehen Sie mir ein bisschen zur Seite, ja? So lange, wie Sie es wünschen, Mrs. Thompson. Ich möchte, dass Sie sich in Zukunft etwas um den Einkauf kümmern. Mögen Sie Mr. Breck? Ich? Ich habe nichts auszusetzen an dem. Zu mir ist er immer sehr nett und tüchtig scheint er auch zu sein. Behalten Sie es für sich, Parker. Mir ist er etwas zu tüchtig. Ich möchte nicht, dass er mehr Vollmachten erhält, als er jetzt hat. Ich denke, Sie verstehen mich. Durch den Tod meines Mannes ist im Geschäft eine Lücke entstanden. Keine große, Henry war nicht unentbehrlich. Aber diese Lücke könnten Sie schließen. Sie und ich, nicht Mr. Breck. Ich dachte, wo Mr. Breck mit Ihrer Stieftochter verlobt ist... Wenn er mit Lil verlobt ist, so ist das Lils Sache. Aber mit dem Geschäft ist er nicht verlobt. Reden Sie von mir? Von Ihnen, Mr. Breck. Keine Spur. Natürlich redet sie von dir, Geoffrey. Und ich könnte dir auch sagen, was. Meine verehrte Stiefmutter sagt immer dasselbe über dich. Und was sagt sie? Lil, bitte sei nicht taktlos. Sie sagt, dass du das Geschäft heiraten willst, nicht mich. Sie sagt, du mischst dich in Familienangelegenheiten. Sie sagt... Ach, Geoffrey. Manchmal möchte ich fortlaufen und nie mehr wiederkommen. Lil, so etwas darfst du aber nicht sagen. Ach. Wenn ich so hässlich sein wollte wie du, dann müsste ich dich jetzt fragen, warum läufst du nicht fort? Also ich glaube, darüber sollten wir uns nicht gerade heute unterhalten. Doch, gerade heute. Lass nur, Geoffrey. Safi, ich kann dir sagen, weshalb ich hier bleibe, obwohl es nicht immer leicht mit dir ist. Papa ist tot, jetzt will ich leben. Lil, du willst doch nicht sagen, du freust dich, dass dein armer Vater tot ist. Du tust, als hätte er dich tyrannisiert. Nein, also... Das hat er wirklich nicht. Lil, du bist sehr undankbar. Henry hat dir nie etwas vorenthalten. Er hat viel Geld für dich ausgegeben, all die Jahre hindurch. Ja, Geld. Für Pflegeeltern, für Schulen, fürs Internat. Jawohl, Papa hat viel Geld dafür gezahlt, dass ich ihm nicht zu nahe kam. Wie peinlich vor den feinen Kunden, dass Uren Thompson Oxford Street eine uneheliche Tochter hat. Also ich weiß nicht, ob das richtige Gespräch für Leute ist, die von einer Beerdigung kommen. Sie haben sicher noch nicht viele Begebnisse mitgemacht, Mr. Breck, sonst wüssten Sie,
wie gern man hinterher mal ehrlich ist. Als Lady Simmons Chatterfields erster Mann beerdigt worden war, er hatte was an der Galle, glaube ich, hat sie hinterher alle Leute beleidigt. Nur so aus Bedürfnis heraus. Der Tee ist fertig, Madame. Danke, Nelly. Wollen wir uns setzen? Ich habe Apfelkuchen besorgen lassen. In unserer Familie gab es immer Apfelkuchen nach Beerdigungen. Er ist so schön solide und alltäglich. Man spürt gleich, das Leben geht weiter. Und das ist es doch, was... Was ist denn, Safi? Du siehst aus, als ob... Das Buch... Wie kommt das Buch hierher? Was für ein Buch? Nelly! Nelly! Madam? Wie kommt das Buch hier auf den Rauchtisch? Das? Ja, lag das nicht die ganze Zeit da? Als wir zum Friedhof gegangen sind, war es bestimmt noch nicht da. Doch. Was sagen Sie? Als wir uns angezogen hatten und zur Tür gingen, habe ich mich umgedreht und noch mal ins Zimmer geguckt. Da lag dort drüben schon was. Ich glaube, es war dieses Buch. So. Danke, Nelly. Es ist gut. Was denn so Besonderes an der alten Schwarte? Der Titel. Der Titel, Miss Lil. Sehen Sie doch selbst. Leitfaden der Toxikologie. Was heißt das? Giftkunde. Gib es mir mal, ja? Uraltes Ding, sicher aus dem Antiquariat. Und das gehört Ihnen nicht, Mrs. Sampson? Mir keine Spur. Ich lese keine Giftbücher. Und ich bin auch sicher, dass Henry niemals so etwas ins Haus gebracht hätte. Er war überhaupt nicht an Toxi... Giftkunde. Danke, Mr. Breck. An Giftkunde interessiert. Legen wir es fort, vergessen wir es. Schmeckt Ihnen der Tee? Es ist eine neue Sorte. Ich möchte gern mal wissen, was derjenige, dem das Buch gehört, damit anfangen wollte. Etwas über Arsen lesen. Arsen? Nein, Mr. Breck. Erzählen Sie nicht solche Sachen, wenn ich Apfelkuchen esse. Sie wollen mich nur erschrecken. Keiner von uns kann wissen, wer was in dem Buch gelesen hat. Doch, ich weiß es. Sehen Sie, Mrs. Sampson, ich lasse es auseinanderklappen. Es blättert immer an derselben Stelle auf. Ein Zeichen, dass man dort zuletzt oder sehr häufig gelesen hat. Wollen Sie wissen, was hier steht? Nein, danke. Ist aber ganz interessant. Bewirkt das unter dem Namen Arsenik bekannte Anhydrid der arsenigen Säure zwei verschiedene Formen der Arsenvergiftung. Die häufigere, gastrointestinale Form, ruft Symptome hervor, die denen eines chronischen Magenleidens sehr verwandt sind. Geoffrey, hör bitte auf! Bitte? Lil, was sagte der Arzt? Woran starb Henry? Gekommen, Madame. Er wartet im Wohnzimmer. Oh, das ist lieb von ihm. Ich hatte ihn nämlich gebeten, vorbeizukommen wegen einer geschäftlichen Sache. Sagen Sie ihm, ich käme gleich, Nelly. Ja, Madame. Geschäftliche Sache heute, Safi. Dein Vater hat mir leider nicht viel Zeit gelassen, es ein andermal zu tun, Lil. Ich verstehe dich nicht. Später. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich mit Mr. Dean rede. Und Sie auch, Mr. Black. Lil, wenn ihr vielleicht schon hinübergehen wollt, ich komme gleich nach. Ich würde gern noch ein paar Worte mit Parker sprechen. Wenn ich bloß wüsste, was du vorhast, Safi. Ja, Mrs. Sampson? Ich weiß nicht ganz, wie ich beginnen soll, Parker. Was ich fragen will, ist vielleicht nicht ganz üblich. Na, Mrs. Sampson. Sie werden doch vor mir keine Angst haben, oder? Nein. Nein, nein, es ist nur... Sehen Sie, es gibt Leute, die betrachten ihre Angestellten nur als Angestellte, als bezahlte Arbeitskräfte, aber ich nicht. Ich bin da vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich halte Sie sogar für eine sehr ungewöhnliche Frau, Mrs. Thompson, wenn ich das sagen darf. Ich bin sehr sensibel, wissen Sie? Ich kann mich nicht wohlfühlen, wenn ich merke, dass... Nun, dass jemand Vorbehalte hat. Ich möchte mit allen Menschen gut und freundlich auskommen, ob es meine Familie ist oder ein Angestellter. Sie meinen mich? Ja.
Sie meinen, ich hätte was gegen Sie? Sie sind verändert, Parker. Sehr verändert. Schon seit einigen Tagen. Ich weiß nicht genau, wann es begann. An dem Tag, als Mr. Thompson starb, begann es. So, Sie wissen es also selbst genau, dass Sie nicht mehr so nett zu mir sind, Parker. Was für einen Grund gibt es? Mein Mann ist tot, ich muss die Verantwortung für alles übernehmen, für das Geschäft, für Lil, für alles. Das ist schwer für eine Frau, glauben Sie es? Warum wollen Sie mir das Leben noch schwerer machen? Ich glaube, verzeihen Sie, Mrs. Thompson, aber Sie verkennen die Situation. Niemand will Ihnen das Leben schwer machen. Am wenigsten ich. Wenn ich das wollte, es gäbe andere Wege. Oh. Ich könnte zum Beispiel kündigen. Es wäre schwer für Sie, einen guten Uhrmacher so rasch zu finden. Aber Parker, Sie werden doch das nicht tun. Was? Kündigen? Ach nein, ich bleibe selbstverständlich gerade jetzt. Nein, mich interessiert viel zu sehr, wie es weitergeht. Dann, lieber Parker, müssen Sie mir aber wirklich sagen, weshalb Sie so verändert sind. Habe ich irgendetwas gesagt, das Sie verletzt hat? Habe ich Ihnen vielleicht, ohne es zu wollen, etwas getan? Mir? Nein, natürlich nicht. Wie könnten Sie überhaupt, Mrs. Thompson? Es ist auch, glaube ich, nur die Umstellung. Plötzlich sind Sie der Chef. Ja, plötzlich haben Sie die Dinge in die Hand genommen und steuern Sie etwas eigenwillig. Sie müssen verstehen, dass man sich da Gedanken macht und erst mal abwartet. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wirklich nicht, Parker. Ich mag Sie gern und ich kann auch sehr großzügig sein. Ich habe schon oft gesagt, man muss vergessen können und den Menschen dann und wann etwas nachsehen. Ich kann es. Deshalb habe ich Lil und Mr. Breck hinausgeschickt. Ich wollte Ihnen sagen, ich kann vergessen. Entschuldigen Sie. Wie meinen Sie das jetzt? Mein Mann hatte keine Geheimnisse vor mir. Er hat mir, wenn er schon mal zu Hause war, alles erzählt, das Amüsante und das Unerfreuliche. Ich erinnere mich da an einen Abend. Es muss ein halbes Jahr her sein. Er war fürchterlich wütend. Er hatte die Bücher überprüft und bemerkt, dass Uhren verschwunden waren. 24 Uhren im Lauf von einem Jahr. Mrs. Thompson, Es dauerte lange, bis ich ihn beruhigt hatte. Sehr lange. Aber dann hatte ich ihm klargemacht, dass Uren Thompson, er 2 Uhren im Monat abschreiben konnte, als einen ausgezeichneten Uhrmacher. Aber Mrs. Thompson, ich erinnere mich an einen anderen Abend. Es war, wenn ich mich nicht täusche, eine knappe Woche vor seinem Tod. Da brüllte er unten im Laden. Er schrie Sie an, Parker. Ich konnte hier oben jedes Wort verstehen, obwohl ich in meinem Leben noch nie gelauscht habe. Er schrie, er würde Sie festnehmen lassen. Er hatte in ihrer Manteltasche 2 Uhren gefunden, als sie nach Hause gehen wollten. Er kam herauf und wollte einen Brief an die Polizei schreiben. Ich habe es ihm ausgeredet, Parker, soweit ich es konnte. Aber ganz abfinden konnte er sich nicht damit. Er ließ ein Inserat in die Zeitung setzen, er suche einen neuen Uhrmacher. Sobald er ihn gefunden hatte, wollte er sie anzeigen. Er hat ihn nicht gefunden, er starb. Mrs. Thompson, ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie davon wussten. Aber das ist vorbei. Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht noch einmal... Sie brauchen mir nichts zu schwören. Sie brauchen sich nicht zu verteidigen oder zu entschuldigen. Ich werde nie wieder davon reden. Ich wollte Ihnen nur zeigen, ich kann schweigen. Parker. Und jetzt muss ich mich um Mr. Dean kümmern. Siehst blass aus. Entschuldige, dass ich nicht eher kam. Safi, ich will dir nichts sagen, was dir heute Nachmittag wahrscheinlich ein paar 100 Mal gesagt worden ist.
Ich will und kann auch nicht lügen. Auch nicht nach einer Beerdigung. Du weißt, ich habe Henry nie sehr geschätzt, aber trotzdem. Es tut mir aufrichtig leid. Bitte lass es, Donald, lass es. Ich kann es heute nicht mehr hören. Mr. Breck, Sie kannten Mr. Dean noch nicht? Das ist ein guter alter Freund von mir, Grundstücksmakler. Donald, du kennst das kleine Häuschen in Beaconsfield, das ich von meiner Mutter geerbt habe? Ja, natürlich, da habe ich doch die nettesten Weekends meines Lebens verbracht. Was würde das Haus bringen und wie schnell könntest du es verkaufen? Aber Safi, was soll das heißen? Safi, was fällt dir denn ein? Ich weiß doch, wie du an dem Häuschen hängst. Und nun? Es kommt mir nicht darauf an, den äußersten Preis dafür zu bekommen, wenn es nur bald ist. Sehr bald. Safi, müssen alle diese Dinge denn gerade heute? Ja, Lil. Deshalb wollte ich, dass Mr. Breck dabei ist. Sie wollen Lil heiraten, sie soll noch die Wahrheit erfahren. Sie haben es mir vielleicht verübelt, dass ich nicht traurig bin, dass ich nicht allzu viele Tränen für Henry hatte. Ich bin sicher kaltherzig und böse. Aber Safi, wir kennen dich doch. Doch, ich bin kaltherzig und böse. Ich bin nämlich zufrieden, dass Henry tot ist. Er ist gestorben, ehe er Uhren Thompson ganz herunterbringen konnte. Was soll denn das nun wieder heißen? Willst du uns etwa erzählen, dass Papa... Ach, dass ich heute allen Menschen die Illusion ernehmen muss. Ja, Lil. Uhren Thompson steht vor dem Ruin. Aber das Geschäft geht doch glänzend. Es muss doch Geld da sein. Ich glaube dir nicht, Safi. Du glaubst mir nicht. Sieh Mr. Dean an. Er sagt nichts. Er kannte Henry und er glaubt's. Willst du die Kontoauszüge sehen? Vielleicht hat Papa das Geld nur sicher angelegt und wir wissen nichts davon. Ja, er hat es angelegt. Gut angelegt, blendend angelegt. Wollt ihr wissen, wie? Wollt ihr wissen, was heutzutage eine Blondine kostet? Eine hübsche, langbeinige, kaltschnäuzige Blondine von der Revue? Papa hat da eine Freundin? Wieder mal eine. Ja. Was denn in seinem Alter? Oh, lass nur, Geoffrey. Ich glaube es, Safi, jetzt... Papa war immer so. Ja, er war immer so. Und ich war auch immer so. Ich habe die Augen zugedrückt. Geduldig, brav, naiv. Nicht, weil ich Henry noch geliebt hätte. Nein, Henry verstand es mir, das abzugewöhnen. Weil ich den Laden geliebt habe. Weil meine Arbeit, meine Sorgen darin steckten. Und wenn man ein halbes Leben lang zusammen seinen Weg gegangen ist, hat man Angst, umzukehren. Auch wenn es kein schöner Weg war. Vor 6 Jahren... Als wir unseren 25. Hochzeitstag feierten, hat er mir einen Ring geschenkt. Einen netten, kleinen, lächerlichen Ring. Soll ich euch die Juwelierrechnungen der letzten 10 Monate zeigen? Soll ich? Wollt ihr wissen, was ein 2-sitziger korallenroter Sportwagen kostet? Korallenrot passt so gut zu blond. Oder was ein netter Bungalow an der See kostet? Ich habe zugesehen in all den Jahren. Hab zugesehen, wie Henry von dem, was wir uns gemeinsam geschaffen haben, Stück für Stück wieder genommen hat und diesen Damen in die Krallen geworfen hat. Stück für Stück. Oh, Safi. Also, lassen Sie sie weinen, Miss Lee. Das wird ihr gut tun. Ich begreife nicht, woher sie die Kraft genommen hat, überhaupt bis jetzt durchzuhalten. Bitte, Lil. Hol mir ein Taschentuch aus meinem Zimmer. Sofort. Wo habe ich bloß meine Augen gehabt? Ich dachte, es wäre die glücklichste Ehe der Welt. Ja, das haben viele gedacht, junger Mann. Alle. Ich habe kaum eine Frau gesehen, die so viel Haltung besaß wie Safi. Mrs. Thompson. Geoffrey! Mr. Dean in Safis Zimmer! Was ist in meinem Zimmer? Nein! Nein, nicht du! Du bleib da! Bitte nicht, Safi! Ja, was ist denn los? Da ist etwas passiert? Ich will es aber wissen! Was ist in meinem Zimmer? Oh, schau nicht hin, Safi. Jemand hat etwas an den Spiegel geschrieben. Etwas ganz Sinnloses. Aber schau nicht hin, bitte. Lass mich. Du kommst bald nach, Safi. Henrys Schrift. Was soll diese Geschmack? Das ist mit Safis Lippenstift geschrieben. Da liegt er ja. Wer kann hier ins Zimmer? Jeder, von der Diele aus. Wir müssen Nelly fragen. Nelly! Nein. Lassen Sie Nelly aus dem Spiel. Lil, gib mir das Taschentuch. Ja. Danke. Mrs. Thompson, das sollten Sie nicht tun. Die Schrift darf nicht... Safi, nicht doch! Doch. Solche Dinge muss man wegwischen. Seht ihr?
So. Ich möchte nur eines wissen. Wer in diesem Hause hasst mich so? Seit ich tot bin, weiß ich, Kriminalromane lügen. Sie beginnen alle mit einer Tat. Sie wollen uns weismachen, ein Verbrechen sei die Sache eines Augenblicks. Sie lügen. Ein Mord beginnt nicht, wenn man die Pistole abdrückt. Das ist nur sein Ende. Er braucht Zeit. Wochen, Monate, manchmal Jahre. Ein Mord beginnt mit dem Gedanken an Mord, mit dem Plan zu töten. Wer in diesem Hause hat Safi Thompson so gehasst, dass er ihren Tod ankündigte? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht eine Sekunde geglaubt, ihr Leben sei wirklich in Gefahr. Aber in dieser Nacht beginnt ein Mord. Er braucht Zeit. Und Sie werden sehen, er schnurrt ab wie Henry Thompsons bestes Uhrwerk. Es wird ein Mord mit 18 Steinen. Safi, wie siehst du denn aus? Was, wie sehe ich denn aus? Der Mantel? Ach, das ist nur Mörtel oder Zement. Ich kenne mich da nicht aus. Und du blutest ja am Bein. Sieh mich nicht so entsetzt an, Lil. Das ist wirklich harmlos. Eine Schramme. Ich werde sie ein bisschen auswaschen, dann sieht alles nur noch halb so schlimm aus. Bitte, Safi, was ist passiert? Ja, was ist eigentlich passiert? Ich weiß es selbst nicht. Manchmal gibt es Dinge, die ich gar nicht begreife. Ich glaube, ich werde wirklich alt. Lil, was hältst du von Astrologie? Aber Safi, nun bleib doch bitte 5 Minuten bei der Sache. Ich möchte wissen, was los gewesen ist. Ich glaube, Mrs. Hornell hatte eine gute Astrologin. Oder war es Mrs. Haggerty? Nein, bei der ist gar nichts eingetroffen. Mrs. Hornell war's. Lil, jetzt halt mich bitte nicht für geisteskrank, wenn ich eine seltsame Frage stelle. Ich habe meine Gründe. Hältst du es für möglich, dass die Schrift auf dem Spiegel, dass sie von Henry stammte? Safi, was ist denn bloß in dich gefahren? Papa ist tot. Gewiss, gewiss, aber könnte es nicht sein, dass er mir wirklich ein Zeichen geben wollte? So etwas gibt es nicht. Safi, du solltest über diese Geschichte überhaupt nicht mehr nachdenken. Das war ein geschmackloser Scherz, dem man keine Bedeutung zulegen darf. Scherz? Ja, das habe ich mir auch einreden wollen. Nur, es ist so seltsam. Ich wäre Henry wirklich beinahe nachgefolgt heute. Und gestern, ja, gestern auch schon. Gestern Abend bin ich spazieren gegangen. Kennst du die Calbury Street? Da wohnt doch Parker in der Nähe, nicht? Was wolltest du gerade da? Nichts. Ich wollte nichts. Ich bin nur so herumgelaufen. Es war schon ziemlich dunkel, als ich mich auf den Heimweg gemacht habe. Und da, ja, Lil, beinahe hätte mich ein Auto überfahren. Hast du auf der Straße geträumt? Natürlich nicht. Ich habe den Wagen ja herankommen sehen. Er fuhr auf der anderen Straßenseite und plötzlich kam er schräg über die Fahrbahn auf mich zu. Wenn ich nicht zurückgesprungen wäre. Was war dann? Dann ist der Wagen davongefahren. Sehr rasch. Und sehr sicher. Da saß bestimmt kein Betrunkener am Steuer. Und was ist jetzt geschehen? Woher bist du so schmutzig? Und das Bein? Das war gleich hier um die Ecke. Du weißt doch, ich nehme immer die Abkürzung durch die kleine Seitenstraße, wo das Gerüst am Eckhaus steht. Ich glaube, sie verputzen die Fassade neu. Ich habe mich bei der Schneiderin ein bisschen aufgehalten und wie ich durch die Straße kam, war sie ganz leer. Glaubst du an Ahnungen, Lil? Ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich glaube dran. Seit vorhin. Wie ich am Gerüst vorbeigehe, bekomme ich plötzlich Herzklopfen. Irgendwas stimmt nicht, denke ich, und bleib stehen. Und plötzlich knallt vor mir etwas auf die Straße und zersplittert. Einen Schritt vor mir. So ein Mörtelbottich. Irgendeiner von den Arbeitern wird unvorsichtig an dir. Hast du einen Arbeiter gesehen? Nein. Wieso?
weil heute Sonnabend ist und alle Bauarbeiter mittags Schluss machen. Siehst du, deshalb habe ich keinen Menschen auf dem Gerüst gesehen. Dann muss es der Wind gewesen sein. Ich habe noch nie von einem Wind in London gehört, der Mörtelbottiche herunterwirft. Nein. Na. Ich will nicht länger daran denken. Ich muss raufgehen und sehen, dass ich das Zeug vom Mantel bekomme. Ich scheine eine Pechsträhne zu haben. Und vielleicht sollte ich mir von Mrs. Hornell die Adresse ihrer Astrologin geben lassen. Wenn du mich fragst, Safi, scheint mir deine Pechsträhne eher eine Sache für Scotland Yard zu sein. Übrigens, Mr. Dean wartet oben in deinem Zimmer. Schon eine halbe Stunde. Hallo, Donald. Nand. Safi. Schau mich nicht so an, ich zieh den Mantel gleich aus. Nun, hast du schon etwas mit dem Haus in Beaconsfield unternehmen können? Deshalb komme ich ja, Safi. Ich brauche noch einige Unterlagen und einen Schlüssel hätte ich auch gern. Zwei Kunden wollen sich das Haus mal ansehen. Vielleicht werde ich morgen mit ihnen rausfahren, wenn du mitkommen willst. Nein, Donald. Ich will es nicht mehr sehen. Wenn ich draußen alles wiedersehe, wird es mir nur noch schwerer, das zu verkaufen. Ach so. Ich verstehe dich, Safi. Ja, also darüber wollte ich auch noch mit dir reden. Ist es denn wirklich notwendig? Ich zweifle nicht daran, dass der gute Henry eine katastrophale Geschäftslage hinterlassen hat und dass du Geld brauchst. Aber kannst du es dir denn nicht leihen, ohne dich von deinem Haus zu trennen? Wer sollte mir so viel leihen? Ich habe keine wohlhabenden Freunde. Doch. Du hast mich, Safi. Dich, Donald? Naja, also... Ich habe seit Tagen darüber nachgedacht und ganz ehrlich, mir hat der Mut gefehlt, mit dir darüber zu sprechen. So kurz nach Henrys Tod. Ich wollte dir Zeit lassen, erst einmal zu dir selbst zurückzufinden. Aber wie die Dinge liegen... Safi, du hast in deiner Ehe mit Henry verlernt, eine Frau zu sein. Du hast alles übernommen, was ihm unbequem war. Donald, warum? Ich habe Augen, Safi. Du warst es, die das Geschäft geführt hat in all den Jahren. Du hast die Verantwortung, die Energie und die Umsicht aufbringen müssen, die eigentlich seine Sachen waren. Du hast für alles gesorgt. Und du hast darüber ganz vergessen, dass es Männer gibt, die anders sind als Henry. Also du weißt, dass ich dich gern mag. Lass mich ein bisschen für dich sorgen. Bist du rührend, Donald. Aber ich kann mir ganz gut selbst helfen. Ich werde Uren Thompson auch allein wieder auf die Beine bringen. Und was deinen verblümten Antrag betrifft. Donald, ich bin froh, dass ich einen Mann los bin. Ich werde nicht noch einmal heiraten. Naja, jedenfalls. Du weißt, ich mag dich gern und ich bin für dich da. Du kannst dir es immer überlegen. So. Und jetzt gib mir die Grundstückspapiere. Dann verschwinde ich sofort wieder. Die sind nebenan im Lagerraum. Ich gehe sie holen. Und was hast du in deinem rechten Bein? Ach, das ist weiter nichts. Eine kleine Schramme. Wenn du Cognac möchtest, auf dem Rauchtisch steht eine Karaffe. Ja. Danke, ich nehme mir schon. Safi! Na, Safi! Was ist denn geschehen? Hä? Es ist nichts, Donald. Na, kannst du aufstehen? Na, warte. Na, warte, ich helf dir. Na, was war denn da eigentlich los? Hier, die Eisenleiter zum Hängeboden ist umgestürzt und man hätte sie mich erschlagen. Ach, ich weiß gar nicht, wie das geschehen kann. Sie war sonst immer fest eingehakt. Lil! Was tust du in meinem Schlafzimmer? Ich... Entschuldige, Safi, ich hätte dich vorher fragen sollen. Ich muss fortgehen und mein letztes Paar Strümpfe hat Laufmaschen. Dachte, du hättest vielleicht ein paar, das ich mir leihen könnte. Versuchst du in meinem Schreibschrank? Lil, das ist nicht schön, dass du mich belügst. Ich würde nie in deinen Sachen kramen.
In den 5 Jahren, die du jetzt hier lebst, bist du nie auf den Gedanken gekommen, dir Strümpfe zu borgen. Du hast viel mehr davon als ich. Also schön, Safi. Ich suche die Briefe. Von was für Briefen sprichst du? Das weißt du ganz genau. Du denkst doch seit Tagen an nichts anderes. Die blauen Briefe, ohne Absender, die seit Tagen für dich bei der Frühpost liegen. Die Adresse ist immer in denselben kindlichen Druckbuchstaben geschrieben. Und jedes Mal, wenn ich dir so einen Brief gebracht habe, warst du später ganz verstört. War ich das? Den anderen ist es auch aufgefallen. Safi, bitte zeig mir die Briefe. Ich habe sie verbrannt. Immer gleich, wenn sie kamen. Willst du mir nicht wenigstens sagen, was drin gestanden hat? Unsinn, Lil. Derselbe Unsinn wie auf dem Spiegel damals. Immer derselbe Satz aus Zeitungsbuchstaben zusammengeklebt. Du kommst bald nach, Safi. Man darf das nicht ernst nehmen. Aber du nimmst es ernst. Du weißt selbst, dass du es ernst nimmst. Du hast Angst, Safi. Wovor? Wovor? Wenn ich das sagen könnte. Vor wem? Ich... Lil, ich weiß es nicht. Im Wohnzimmer steht der Tee bereit, Madam. Die anderen Herrschaften warten schon. Mr. Dean ist auch eben gekommen. Danke, Nelly. Wir kommen sofort. Wir wollen zu den anderen nicht über das reden, was hier besprochen wurde. Lil. Wann wirst du endlich anfangen, ein wenig Vertrauen zu mir zu haben? Komm, Lil. Hallo, Safi. Du wirst bald meinen, ich will hier Dauergast werden. Aber ich komme wegen der Grundstückssache. Freue mich, dass du da bist, Donald. Das andere bereden wir besser nachher. Tag, Mr. Breck. Tag, Mrs. Sampson. Kommen Sie, ehe Ihr Tee kalt wird. Ist schon eingegossen. Setz dich hier zu mir, Lil. Hierher. Ich würde gerne auch ein paar Worte mit Ihnen reden, Mrs. Sampson. Nachher. Alle so geheimnisvoll. Was gibt's denn, Parker? Es sind Geschäftsangelegenheiten. Und die können wir nicht hier am Tisch erörtern, nein. Ich weiß nicht, ob es Ihnen angenehm sein wird. Reden Sie nur. Wir sind doch unter uns. Ich möchte gern Teilhaber werden. Wie? Bei Uhrenfarmsen? Ja, Mrs. Thompson. Ich würde mich auch beteiligen mit, sagen wir, ein paar tausend Pfund. Aber Park... Woher besitzen Sie so viel Geld? Ich hab's nicht. Das Geld meine ich. Aber ich habe was, das so viel wert ist, unter Umständen. Kommt drauf an, wie man's ansieht. Darüber reden wir noch. Was haben Sie denn, Mrs. Sampson? Safi, der Tee. In meinem Tee muss etwas sein. Jemand. Hast du schon davon getrunken? Nein, ich hab's nur gerochen, als ich die Tasse ansetzte. Oh, stell sie hin. Stell die Tasse hin. Und du, Geoffrey, lässt keinen Blick von ihr verstanden. Keiner hat Safis Tasse anzufassen. Das kann nur Mrs. Sampsons Tasse gewesen sein. Ich habe die Kanne überhaupt nicht angefasst. Wer hat denn eingegossen? Was haben Sie vor, Lynn? Werden Sie gleich hören. Ja, bitte, Fräulein. Die Nummer von Scotland Yard. Ich habe heute Vormittag die Analyse von Ihrem Tee bekommen, Mrs. Sampson. Ja, Inspektor, und? In Ihrer Tasse waren 0,24 Gramm Arsen. Die Dosis hätte ausgereicht, um 2 Menschen innerhalb einer Stunde ins Jenseits zu befördern. Sie sagen nichts? Ich habe es geahnt. Ihre Stieftochter hat mir einiges über die Vorfälle hier erzählt. Wir werden uns die Leute, die am Tisch saßen, selbstverständlich vornehmen. Aber erstmal möchte ich mehr von Ihnen selbst hören. Sie sind anscheinend eine harmlose Natur, was? Glauben noch an das Gute im Menschen. Lieber Herr Inspektor, ich lebe mit den Menschen hier seit Jahren zusammen. Ich habe niemandem etwas getan und bin mit allen freundlich ausgekommen. Der Gedanke, dass einer von Ihnen mir etwas antun will, ist einfach zu entsetzlich. Ich hatte Angst, so etwas zu glauben. Aber jetzt glauben Sie es? Jetzt muss ich wohl. Zu schade, dass Sie alle die anonymen Briefe vernichtet haben. Wenn wir wenigstens einen davon hätten. Ich habe einen. So? Er kam heute Morgen. Dieser hier. Donnerwetter, das hilft uns weiter. Und der Umschlag? Den habe ich in den Papierkorb geworfen. So. Bemühen Sie sich nicht. Das war Ihr Nelly, die Körbe ausleerte. Schade. Ausgeschnittene Zeitungsbuchstaben. Das Übliche.
scheint die Schrift der Times zu sein. Wir haben nur den Herald abonniert. Du kommst bald nach, Safi, am Freitag um Mitternacht. Klingt etwas pathetisch. Und es ist der erste Brief, in dem der Absender diesen Zeitpunkt angegeben hat? Der erste Brief, in dem das steht. Ja, Herr Inspektor. Freitag um Mitternacht. Klingt wie ein Kinderscherz. Aber wir wollen ihn sicherheitshalber ernst nehmen. Wann gehen Sie gewöhnlich schlafen, Mrs. Thompson? Gegen 11. Und für Freitag haben Sie sich nichts Besonderes vorgenommen? Ausgehen, Oper oder so etwas? Selbstverständlich nicht, Herr Inspektor. Mein Mann starb vor 8 Tagen. Ah, Entschuldigung. Wer ist nachts hier im Hause, außer Ihnen? Niemand. Ich lebe allein. Die Wohnung ist ziemlich klein, Sie sehen, ja? Nelly, mein Mädchen, hat ein möbliertes Zimmer in dieser Straße ein paar Häuser weiter. Und meine Stieftochter hat eine eigene kleine Wohnung. Sie arbeitet hier nur ein bisschen mit. Hm. Es gibt also niemand, der Freitagnacht hier etwas zu suchen hätte. In die Wohnung kommt man nur durch den Laden. Wer besitzt Ladenschlüssel? Alle, die hier zu tun haben. Meine Stieftochter Lil, Parker, das ist unser Angestellter, und das Hausmädchen Nelly. Ich weiß nicht, wer noch. Mein Mann ließ immerfort neue Schlüssel anfertigen und verlegte die alten. Es ist ein Wunder, dass hier noch nie eingebrochen worden ist. Mrs. Thompson, erzählen Sie bitte niemandem von diesem letzten Brief und von unserer Unterredung. Verhalten Sie sich gleichmäßig nett oder gleichmäßig zurückhaltend zu allen. Zeigen Sie kein Misstrauen. Heute ist Mittwoch. Am Freitagabend gegen 7 oder 8 schicken Sie bitte alle Freunde und Mitarbeiter für kurze Zeit aus dem Hause. Geben Sie ihnen kleine Besorgungen auf. Lässt sich das machen? Es wird einzurichten sein. Soll auch Nelly, das Mädchen... Alle müssen aus dem Hause. Sobald das geschehen ist, rufen Sie bitte diese Nummer an. Ich werde Ihren Anruf erwarten. Innerhalb von 10 Minuten werde ich mit meinen Leuten hier sein. Es wäre gut, wenn wir uns irgendwo hier oben in der Nähe Ihres Schlafzimmers aufhalten könnten. Es gibt hinter dem Lagerraum eine Art Abstellkammer. Dorthin kommt dann niemand mehr. Bitte, Inspektor, beantworten Sie mir ganz offen meine Frage. Glauben Sie, dass ich wirklich gefährdet bin? Ich denke, ja. Dann möchte ich mir einen Revolver kaufen. Ist so etwas statthaft? Als englische Bürgerin können Sie so viele Revolver kaufen, wie Sie mögen, Mrs. Thompson. Tja, schaffen Sie sich ruhig so ein Ding an. Es beruhigt auf jeden Fall. So, und den Brief nehme ich mit. Kann der Ihnen denn etwas nützen, Herr Inspektor? Es sind doch bloß Zeitungsbuchstaben. Die können uns mehr verraten als eine Handschrift. Das Datum der Zeitung, aus denen sie stammen, der Leim, mit dem sie aufgeklebt wurden. Unter Umständen erfahren Sie aus den Schnittkanten schon, mit was für einer Schere sie ausgeschnitten worden sind. Sie machen mir ein bisschen Mut. Den werden Sie brauchen können. Ich muss jetzt leider zurück in den Yard. Danke, Inspektor. Es hat mich sehr beruhigt, dass Sie gekommen sind. Noch etwas. Ich möchte beantragen, dass die Leiche meines Mannes exhumiert wird. Wie macht man das? Da müssen Sie aber gewichtige Gründe haben, Mrs. Thompson, um so etwas zu erwirken. Ich habe gewichtige Gründe. Ich will wissen, ob mein Mann mit Arsen vergiftet wurde. Es ist jetzt 23.51 Uhr, liebe Hörer. Bis zu Beginn unserer Sendung Jazz nach Mitternacht hören Sie weiter Tanzmusik, gespielt vom Orchester Charles. Inspektor. Herr Inspektor. Inspektor. Bitte bleiben Sie ruhig, Mrs. Thompson. Ihnen kann nichts geschehen. Sind Sie schon im Bett? Natürlich, aber wie soll ich denn ruhig bleiben? Sie hocken gemütlich 2 Türen weiter, außerdem sind Sie zu dritt. Aber es ist 9 Minuten vor 12 und ich sitze hier wie ein Stück Speck in der Mausefalle. Es wäre ganz gut, wenn Sie sich auch wie Speck in der Mausefalle verhalten wollten, Mrs. Thompson. Rufen Sie nicht mehr. Wozu haben wir die Klingelleitung gelegt? Wenn er eintritt, drücken Sie den Knopf, dann wissen wir drüben Bescheid. Wo haben Sie Ihren Revolver? In der rechten Hand unter der Bettdecke. Na, eigentlich soll ich Ihnen den wegnehmen. Nein! Sie sind nervös. Nein, Herr Inspektor, das können Sie nicht tun. Ich bleibe keinen Augenblick länger allein, wenn Sie das machen. Schon gut, regen Sie nicht auf, ich hab's nur so gesagt. Außerdem, auch wenn ich wollte, ich hätte gar nicht das Recht dazu. Behalten Sie ihn getrost und sagen Sie sich, mit einem Revolver in der Hand kann mir gar nichts geschehen. Mit einem Revolver in der Hand kann mir gar nichts geschehen.
Ja, wir würden uns gewiss nicht auf sein gewagtes Spiel einlassen, wenn wir jemandem etwas beweisen könnten. Wir haben nichts als Vermutungen, nichts als Verdacht. Die Beweise muss uns der Mörder liefern, wenn es einen gibt und wenn er wirklich kommt. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, seine Tat wenigstens zu versuchen, damit wir ihn verhaften können. Vergessen Sie die Klingel nicht. Kopf hoch, Mrs. Thompson. Ein paar Minuten ist alles vorbei. Ja. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Kommen Sie herein, Parker. Sind Sie allein? Ja. Aber Nelly schläft heute im Nebenzimmer. Wir müssen leise reden. Weshalb musste Nelly hier bleiben? Haben Sie Angst vor mir, Mrs. Hampton? Ich bringe niemand um. Seit wann wussten Sie es? Was? Ach, das mit Ihrem Mann. Hab's geahnt, als ich Ihr Giftbuch fand. Ist unklug, so etwas aufzuheben. Damals war ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte mir, mal auf den Busch klopfen. Und als sie das Buch plötzlich im Salon fanden und ganz aufgeregt wurden, da wusste ich Bescheid. Sie kommen sich klug vor, Parker. Aber Sie sind dumm. Sie selbst haben mich gewarnt. Ich konnte mich darauf einstellen. Und an Ihren eigenen Spiegel schreiben, du kommst bald nach, Safi. Weiß. Aber ich habe Ihnen nie geglaubt, dass man Ihnen nach dem Leben trachtet. Was tut das? Alle anderen haben es getan. Und Sie glauben mir noch. Haben Sie keine Angst, mit einer Mörderin allein zu sein? Ich habe vorgesorgt. Als Sie mir heute Abend gesagt haben, ich solle um 12 zu Ihnen kommen, habe ich mir einen Revolver eingesteckt. Ich heiße nicht Henry Thompson. Ich glaube nicht, dass Sie wirklich eine Waffe haben. So? Nicht, bevor Sie sie in der Hand haben. Hier ist sie. Entsichern Sie sie doch. Sie können nicht wissen, was ich vorhabe. Ich bin eine gefährliche Frau. Mit Vergnügen. Genügt Ihnen das? Ja, ja, Parker. Aber Ihnen? Einmal ist eine eiserne Leiter umgefallen. Einmal ein Mörtelbottich vom Gerüst. Sie stehen jetzt direkt unter der Bronzelampe. Schauen Sie hoch! Aber! Fass dich doch hin, Thompson! Alles ist vorbei und Ihnen ist nichts passiert. Ich habe ihn erschossen. Ich habe einen Menschen erschossen. Ich bin eine Mörderin. Aber nein, so dürfen Sie es nicht betrachten. Niemand darf sagen, Sie wären eine Mörderin. Sie mussten ja schießen, um Ihr eigenes Leben zu retten. Ach, zu dumm, dass Sie den Kerl nicht gehört haben. Sie hätten eher klingeln sollen. Und nehmen Sie es doch nicht so schwer, Mrs. Thompson. Hätten Sie nicht geschossen, hätte er es getan. Der Kerl hat den Revolver jetzt noch in der Hand. Ja, seien Sie froh, dass alles so abgelaufen ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Als er aus dem Dunkeln auf mich lossprang, muss ich wohl die Nerven verloren haben. Ja, Gott sei Dank noch einen rechten Augenblick. Dieser Parker also. Haben Sie eine Ahnung, weshalb er Sie umbringen wollte? Henry, mein Mann hatte entdeckt, dass im Geschäft Armbanduhren verschwanden. Seit Jahren schon. Ja. Kurz vor seinem Tod hat er Parker beim Diebstahl erwischt und wollte ihn anzeigen. Und ein paar Tage später starb Henry. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass mit seinem Tod etwas nicht gestimmt hat. Parker hat ihn gehasst. Er hat gemerkt, dass ich ihn in Verdacht hatte und beobachtete. Da wollte er mich sicher umbringen. Wie Henry. Na, noch ist ja nicht bewiesen, dass ihr Gatte eines unnatürlichen Todes starb. Aber das wird sich ja herausstellen. Mrs. Thompson, das können wir alles morgen fixieren. Sie haben genug durchgemacht heute Nacht. Osborne, Somerdale. Ja, Inspektor.
Schaffen Sie erstmal den Tod nach nebenan, damit er Mrs. Sampson aus den Augen kommt. Dann bleiben Sie bei ihr, Osborne, bis der Wagen vom Yard kommt. Jawohl, Sir. Und Sie, Summerdale, Sie kommen mit mir. Wir wollen uns erstmal die Werkstatt von dem Kerl hier im Hause ansehen und dann seine Wohnung. Jawohl, Inspektor. Mrs. Sampson, für Sie war es schlimm, aber ich bin auch sehr froh, dass der Fall so abgelaufen ist. Machen Sie sich nur keine Vorwürfe. So, und jetzt muss ich gehen. Morgen hole ich mir eine kleine Aussage, bloße Formalität. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Vielen Dank. Kopf hoch. Ist ja alles vorüber. Gute Nacht, Mrs. Sampson. Gute Nacht. Sie haben ihr sehr geholfen. Sie haben ihr sehr geholfen, ihren zweiten Mord zu begehen. An mir, weil ich vom ersten wusste. Sie haben ihr ein Motiv, die Gelegenheit und Zeugen gegeben, die keine waren. Und die Polizei selbst wird bezeugen, dass es Notwehr war, dass ich der Mörder bin und sie das Opfer sein sollte. Und alle werden Mrs. Thompson glauben. Ihr haben sie immer geglaubt. Wie leicht das Lügen ist. Ein paar Mörtelspritzer am Mantel, eine Wunde am Bein und eine kleine Geschichte von einem Auto und einem Baugerüst. Werfen Sie eine Leiter um und sagen Sie, man wollte sie erschlagen. Tun Sie sich Arsen in den Tee und schreien Sie, man wolle Sie vergiften. Ein fingierter Drohbrief und etwas gespielte Angst. Und dann einen Mord, der nur Notwehr ist. Ja. Es war Notwehr für Mrs. Thompson. Bis der letzte Polizist das Haus verlassen hat, wird sie vor sich hin weinen. Und dann wird sie lächeln und weiterleben, ruhig. Friedlich, als ehrbare Witwe. Da fahren Sie los, der Inspektor und seine Leute. Morgen werden Sie Henry Thompson ausgraben und Arsen finden. Heute aber fahren Sie zu meiner Wohnung, die ich nie mehr brauchen werde. Sie werden alle Schränke durchwühlen und Beweise suchen. Sie werden nach Arsen suchen, nach gestohlenen Uhren, nach zerschnittenen Zeitungen, nach Briefpapier, Leimtopf und Schere. Und Sie werden alles in meiner Wohnung finden. Ich bin ganz sicher. Mrs. Thompson hat ihre Angelegenheiten immer sehr weitsichtig geführt. Wir brachten Die Witwe, ein Kriminalhörspiel von Misha Mlynek. Die Personen und ihre Sprecher waren Jeremy Parker, Angestellter Ernst Schröder, Sophie Thompson, Marianne Hoppe, Lil, ihre Stieftochter Eva Katharina Schulz, deren Verlobter Harry Mayen, Donald Dean, Ernst Stahl Nachbauer, Inspektor Reinhold Berndt und andere. Musik Herbert Wind, Regie Rolf von Goth.